Wie können wir unseren Selbstwert, unseren wahren Wert erkennen? Und weil Theorie und Praxis natürlich zusammengehören, findest du in diesem Video ein schönes Beispiel, wo du siehst, wie wenig Input das es braucht, um viel Output zu bekommen. Und das fasziniert mich in all meinen Coachings am allermeisten. Die richtigen Impulse setzen und schöne Ergebnisse ernten. Und jetzt die Frage, was denkst du über dich? Nein, einfacher. Was denkst du über dein Umfeld, deine Lebenssituation? Was denkst du zum Beispiel über deinen Chef oder über deine Kunden? Was denkst du über die aktuelle Situation? Was denkst du beispielsweise über Geld? Und über diese Aussage habe ich selber gestaunt. Eine 18-Jährige erzählt mir vor kurzem, wenn ich dieses Verhalten an mir selber erkenne, dann habe ich auch die Möglichkeit, es zu ändern. Und ich bin sicher, du kennst solche Menschen, die denken über andere sehr geringschätzig und über sich selber haben sie eine sehr hohe Meinung. Solche Menschen nennt man Egoisten. Solche Menschen benutzen andere dafür, dass sie sie klein machen können und sich selber in einem schöneren, besseren Licht darstellen können. Aber solche Spiele sind unfair, werden sehr schnell durchschaut und interessieren eigentlich keinen. Wie kann man wahrlich seinen inneren Wert steigern, ohne dass man ihn übersteigert? Und lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Innen und außen sind 100% identisch. Das heißt, so wie wir über andere Dinge denken, so denken wir in Wahrheit, in Wirklichkeit über uns selber. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu unserem Egoisten. Der denkt über andere sehr geringschätzig. Ja, wie denkt er in Wirklichkeit über sich selber? Voilà! Also, sehr leicht zu durchschauen. So wie jemand, der dir erzählt, was alles blöd ist und scheiße ist und deppert ist und alles funktioniert nicht. So denkt er über sich selber. Und jetzt ein ganz tolles Beispiel für dich, wo du siehst, es hat für dieses Beispiel nur 3 kurze Impulse gebraucht und er hat um 900.000 Euro mehr bekommen, als er eigentlich angenommen hat. Und achte besonders auf diesen geringen Input und auf diesen maximalen Output. Ein Freund von mir hat ein Unternehmen und er sagt zu mir, er würde dieses Unternehmen gerne verkaufen. Die Berechnung und der Schätzwert von diesem Unternehmen waren auf ca. 1,7, 1,8, ja eher 1,7 Millionen Euro. Und er sagt zu mir, ja 2 Millionen Euro hätte ich schon gerne dafür. Okay, sage ich, 2 Millionen hättest du gerne. Aber dann gibt es sicher eine Verhandlungsbasis und dann sind wir sicher auf 1,9, 1,8. Das heißt, wir sind sehr nahe am Schätzpreis oder am Schätzwert. Und dann sage ich zu ihm, ja, geh doch von 3 Millionen Euro aus. Das ist ein tolles Unternehmen, das hat sehr gute Möglichkeiten, sehr gute Wachstumsmöglichkeiten. Und er sagt, und Achtung jetzt, ja glaubst du schon? Ja, aber das kann ich doch nicht, aber das wäre schon super. Ja, aber glaubst du das? Und dann sage ich, ja sicher, geh von 3 Millionen aus. Und er überdenkt es so einige Tage für sich selber und sagt, okay, ich gehe jetzt von 3 Millionen Euro aus. Und es hat einige Zeit gedauert, wie so die Anfragen dahergekommen sind. Ja, er ist immer von 3 Millionen ausgegangen. Und er hat schlussendlich 2,9 Millionen Euro bekommen. Wenn der jetzt von 2 Millionen ausgegangen wäre, dann hätte er höchstwahrscheinlich vielleicht 1,9 oder 1,8 bekommen. Aber so hat er um fast 1 Million Euro mehr bekommen. Was hat er gemacht? Wie gering oder welches waren die Inputs? Er hat 3 Dinge gemacht. Er hat sich von mir inspirieren lassen, er war offen für Neues. Er hat seine inneren Widerstände und die waren bei ihm sehr massiv. Er hat anfangs gesagt, aber ich kann doch nicht so viel nehmen, das geht doch nicht. Nein, das kann ich nicht, das hat diesen Wert nicht. Verstehst du, was ich meine? Er hat seine inneren Widerstände aufgelöst und hat gesagt, okay, wenn du glaubst, das hat diesen Wert, ja, dann nehme ich es jetzt mal an.
Also gehen wir von 3 Millionen aus. Er hat seine inneren Widerstände gelöst. Er war offen. Er hat diese Inspiration angenommen. Und er hat seinen Fokus auf dieses Thema gelenkt. Und du kannst das auch. Du hast recht, nicht jeder hat ein Unternehmen zu verkaufen. Aber bei allem, was du in die Hand nimmst, kannst du diese drei Inputs verwenden. Lass dich inspirieren, von dir selber oder von anderen. Überwinde deine Widerstände. Schau dir ganz genau an, wie du über andere, über dein Umfeld denkst. Erhöhe diesen Wert. So erhöht sich in dir selber dieser Wertgedanke. Sei offen und lege deinen Fokus ganz klar aus. Dann wirst du merken, du wirst immer weniger Input brauchen und das Ergebnis wird immer größer und immer schöner sein. Und so steigt dein Wert immer weiter. Und diese zwei Videos helfen dir dabei. Auf der einen Seite, wie du deine Zeitfresser loswerden kannst, um mehr Inspirationen zu bekommen. Und auf der anderen Seite, wie du mehr Kraft auftanken kannst. Ich freue mich aufs nächste Video. Pfiati!